Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich musste leider vorzeitig schnell unterbrechen. Wir waren ja sowieso. Ey. Den hatte ich doch so einen guten Lauf. Wieso klappt das jetzt nicht? Mann! Ein Dieb. Und alles nur dafür. Für Tomaten. Super. Achso, du kannst nicht sterben, weil du schön bist. Das können wir ändern. Das können wir ändern. Ihr Weicheier. Oh, schnell mal. So. So, wo ist jetzt die Mission? Hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Ach da. Ach, ich bespreng dich, Schätzelein. Die beschäftigen einen eloquenten Schreiberling, Vincenzo. Trotz seiner Beredtheit streitet er oft mit einer Borgia-Wache namens Galvano. Nun haben wir die Gelegenheit, die Beziehungen unserer Feinde zu stören. Findet Galvano, tötet ihn, nehmt ihm einen persönlichen Besitz ab und steckt ihn Vincenzo zu. Wir sorgen dann dafür, dass die Borgia unsere Version der Geschichte erfahren. Okay, Fingerzeig. Was? Finger? Doch, Fingerzeig. Vincenzo den Mord an Galvano anhängen und einen Konflikt zwischen den Borgia und den Contiochi vom Zaun brechen. Unentdeckt bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, aber okay. Ah, jetzt weiß ich's. Ich muss jemanden eliminieren. Ja, meine beste Möglichkeit. So, der ist ja aber ganz oben und bewegt sich. Super. Unentdeckt bleiben. Was tut ihr denn hier? Nichts, was du denkst. Ah! Muss unentdeckt bleiben. Blub. Er entkommt uns. Wir fallen du, zurück. Du, du. Schneller, wohl nicht. Guck weg jetzt. Alter. Scheiße! So nicht, Freundchen. So ja nicht. Ich lebe. Stirbst du. Mann. Ich hätte wieder hochklettern müssen, als ich gesehen habe, dass da Wachen um die Ecke kommen. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Es ist alles zu spät. Was macht der denn da jetzt, ey? Und alles nur, weil er so rumgehampelt ist, ey. Jetzt hab ich nicht gelesen, was ich machen soll. Ich soll ihm wahrscheinlich unentdeckt folgen. Eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Bringt euch Cesare auch abends zu Bett? Ihr habt die Eigenschaft Vincenzo, man hat Galvano tot aufgefunden. Was hat das mit mir zu tun? Ihr hattet einen Streit mit ihm. Ich muss euch durchsuchen. Wenn es sein muss, es kann mich nur entlasten. Was ist das? Oh nein, das wird es nicht. Kommt mit mir.
bekannt, dass in seinem Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Während des Abendmahls die Anwesenden... Oh yeah. Blut auf das Brot. Was? Blut auf Brot? Ey, ihr seid doch pervers. Das geht doch nicht. Ich suche gerade was. Ich finde es aber nicht. Ja gut, ich könnte das hier nehmen, aber... Ah, okay, nehmen wir das hier. Müssen wir ein Stückchen nicht laufen. Ja, mein Gott. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Neue Medien freigeschaltet. Super. Das müssen wir jetzt aber alles davor machen, weil ich glaube, das ist so ziemlich die letzte Quest. Weil wir waren bei knapp 70%. Als wir jetzt angefangen haben. Und die Diebesmission und die Söldnermission, die geben ja alle auch nochmal. Ne? Die geben wir auch. Mission. Deswegen ist das, ne? Aber es geht ja um den Spielspaß. Und den hat man auch bei Nebenquests. Man will ja schließlich alles sehen, ne? Ja. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Und da fällt mir ein, ich wollte ja auch noch die zwei anderen Missionen machen. Na, jetzt sieht man hier die ganzen Typis, die jetzt schon Level 10 waren. Und das sind jetzt richtige Assassinen. Oh, Controller ist. Hä? Hoppala. Mann, jetzt habe ich den Moment kaputt gemacht. Und jetzt sind sie eben Assassinen und haben... Ah, ne? Jetzt haben sie noch Rauchwolken haben sie jetzt dazu bekommen. Jo, wieder mit den Aufträgen. Na, jetzt sind wir schon bei Bacolol. Eine Assassine ist mit 26% dabei. 20%. Schon Unterschied. Aber es ist kein Unterschied, dass man es dann trotzdem schafft. So, und jetzt hier noch den schönen Fumbor. Ja, komm. So, dann haben wir die zwei auch weg. Jetzt können wir hier wieder rausgehen. Weil genau das wollte ich ja zeigen. Man glaubt es kaum. Komisch ist, ich finde da drin nur den Spore nicht. Ich würde jetzt hier nach oben rennen, aber dann... ja. Dann rennen wir wieder runter. Alter. Dahin. Obwohl, das brauche ich eigentlich gar nicht markieren. Okay, so. Relativ gerade auslaufen. Das, was ich am besten konnte. Bleib cool, Junge. Bleib cool. Da ist ein Dach gerade lang gerannt. So, da hinten will ich hin. Ah.
Sei froh, dass du noch lebst. Denn ich bin es jeden Tag. Aufs Neue. Oh. Weil ich solche Aktionen mache. Ja, ja, ja. Ja. Wo ist denn hier das Bohr? Ach, da. Na, du hast dann ein paar Missionen für mich. Ich weiß es. Da. Vorletztes war's, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann können wir aber nochmal angucken, was sie für Missionen für uns haben. Und die auch alle zu 50% abschließen. Oh, super. Alles, was ich hier wollte. Eine Mission zu 100% abschließen. Was? Wer lacht mich aus? Der Stuhl. Er sieht interessant aus. Ich habe interagiere mit dem Licht. Ezio, eure Hilfe war unbezahlt. Was? Hä? Jetzt müssen wir die Cento Occhi erledigen. Nur ihre Anführer kennen die Borgia. Eliminiert sie und die Bande wird sich auflösen. Ich spreche mit euren Spionen. Bene. Lalalalalalalalala. Okay, Zeit für neue Aufträge. Ich hab's genau gesehen, du bist auf mich zugerannt. Was willst du? Nochmal Geld abheben. Oh, wir sind so reich. Wir können nichts damit anfangen. Yay! Was? Ich weiß, was ich will, aber. Woher? Und wie? Okay. So. Also, wir haben hier eine Quest. Wir haben dort eine Quest. Und wir haben dort eine Quest. Und wir haben. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Okay, das wollte ich jetzt nicht machen. Danke sehr. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte. Da. Das kann aus. Oh ja, das hat sich jetzt gelohnt. Ich mache jetzt die Sachen aus, die schon weg sind. Oh. Ja, komm, Flaggen und Federn. Muss nicht sein. Schatz kann auch erstmal aus. Ökonomie kann alles aus. Brauchen wir ja nicht. Rom. Da kann alles aus. Bis auf die Tunneleingänge. Ja, außer die. Bekanntheitsgrad kann auch alles aus. Und das kann auch alles aus. Jetzt ist das hier nämlich alles so schön leer. Wunderbar. Was ist das hier eigentlich, ne? Auftragsattentat. Achso, da ist ja die Hauptstation, ne? Verstehst du, was ich meine? Also gehen wir hier erstmal hin mit dem Ding da. Wenn ich nicht zu weit gerannt wäre. Hätten wir das machen können? Oh ja, das hätten wir. Nö. Oh, doch. Doch. Aber bevor wir die Mission annehmen werden, werde ich wieder einen Cut setzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil wir sind jetzt wieder so bei 14 Minuten ungefähr. Oder sogar höher. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich wieder zu spät die Stoppuhr gedrückt. Aber psch. Das darf nicht machen, was denn? Aber die Mission kann ich auf jeden Fall noch anklicken, damit ihr auch
Damit ihr wisst auch, was ihr euch bereit machen müsst auf der nächste Folge. Also genau du einer Zuschauer. Oh mein Gott, was bist du denn für ein Spacko? Hallo. Bitte, würdet ihr einem Bewunderer eure Kunst zeigen? Ihr seid ein Ansporn für so viele von uns. Oh nein. Für die Bewunderer. Den Herausforderer in seinen eigenen Rennen besiegen, ja, dachte ich mir schon. Strecke werden ohne Schaden zu nehmen. Das heißt also ohne runterfallen. Oh, runterfallen. Aber ihr wisst ja, das wird wieder die ganze Folge dauern. Also, bis dahin. Tschüss.